Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung von meiner Seite und vielleicht gleich die direkte Antwort. Ja, es hat mich gefreut. Es hat mich dieser zweite Teil der Kritik oder der Nichtakzeptanz dieses E10, was ja ein 10%iger Anteil von Ethanol im sagen wir mal, konventionellen Kraftstoff darstellt und ja auch erhöht werden soll mit der Zeit, dass diese Akzeptanz von dieser Seite eben auch nicht vorhanden war. Das heißt, das Bewusstsein in Deutschland gegenüber den Gefahren und den Problemen von den Agrotreibstoffen ist, sagen wir mal, zumindest hergestellt. Dass, ob es hoch ist und ausreicht, zu einer Kehrtwende der Politik zu führen, ist natürlich eine ganz andere Frage. Aber vielleicht kann ich da noch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was das jetzt mit Kolumbien zu tun hat. Wichtig ist zu wissen, auch bei der Motivation in diesem Agrofuel-Bereich, warum die EU auch so ein Interesse an solchen Ländern wie Kolumbien hat. Nicht nur, muss man sagen, es sind eine ganze Reihe Länder, die, sagen wir mal, ins Blickfeld der EU gekommen sind, in Bezug auf Landressourcen und in Bezug auf Ressourcen, die man auf diesem Land anbauen kann und dann in Agrofuels, ja, woraus man dann Agrofuels produzieren kann. Dahinter steht eine Politik, die sicherlich auch eine wichtige Rolle bei dem Freihandelsabkommen spielt. Das ist die Erneuerbaren Energienrichtlinie der EU, seit Dezember 2008 sozusagen bindend für auch alle Mitgliedstaaten. Und da gibt es ein Ziel, bis 2020 den Anteil erneuerbaren Energien im Gesamtenergiemix auf 20% zu erhöhen, was sich erstmal ganz gut anhört. Man muss ja mit dem Klimaschutz auch weiterkommen. Aber es gibt auch ein ganz spezifisches Ziel, das ist das sogenannte 10%-Ziel, wird das immer genannt. Das sind die 10%, die im Verkehrssektor erreicht werden sollen bis 2020. Und de facto wird es so sein, dass die mit Biodiesel und Ethanol, was sich jetzt in diesem E10 auch niederschlägt, erreicht werden sollen. Das heißt, das sind die Anteile im konventionellen Kraftstoff, die mit teilweise Quoten durchgesetzt werden sollen, die dort erreicht werden sollen bis dahin. Nun hört sich vielleicht 10% gar nicht so wahnsinnig viel an, aber es reicht aus, wenn man das mal umrechnet, wie viel Fläche dafür gebraucht wird, dass man ziemlich schnell gemerkt hat, dass die EU bei weitem nicht die Flächen dafür hat, dieses Ziel mit eigenen Ressourcen zu erreichen. Das heißt, der Blick auf andere Ländereien, andere Länder hat sehr stark zugenommen. Und nun ist es so, dass es auch neben dem reinen Import, der notwendig ist von Agrotreibstoffen, auch das große Interesse, wie ich schon sagte, an Land selbst vorhanden ist. Das heißt, wenn ich habe war sehr dankbar für das Eingangsstatement von Ihnen, dass Angela Merkel eben dort gesessen hat mit schon Vertretern der Bioenergieindustrie in Kolumbien und der damalige Präsident ja gesagt hat, es gibt hier Flächen. Ja? Das ist also sozusagen ein positives Signal. Genau das ist das, was die EU braucht. Flächen, wo entsprechende Pflanzen angebaut werden können. Jetzt ist eine weitere gute Voraussetzung, dass es dort ja schon Ölpalmproduktion gibt. Ich habe mal eine Zahl, die ist, glaube ich, schon etwas veraltet herausgefunden. 400.000 Hektar sind bestimmt schon mehr. Es gab damals das Ziel, das mindestens auf 1 Million Hektar Ölpalmenplantagen auszuweiten. Und diese Flächen werden dort gesucht, unter anderem auch, wo möglichst keine Menschen sind oder wo es zu wenigen Konflikten kommen kann. Das ist ganz im Interesse auch der EU, die sagt, wir müssen auch ganz besonders auf die Flächen gehen, wo es zu wenig Menschenrechtsverletzungen kommt. Das sind so die sogenannten Marginal Lands oder Degraded Lands. Aber was das genau ist, und das haben viele Studien gezeigt, das sind eben Flächen, die genau diese nicht geklärten Besitzverhältnisse haben, wo es durchaus viele Menschen gibt, die dort Landwirtschaft betreiben, die aber eben nicht deklariert sind. Das heißt, im schlimmsten Falle ist es so, dass es eben deut zu deutlichen Ausweitungen der Produktion kommt in diesen Ländern und in Kolumbien ganz besonders. Und die Lage, haben wir ja gehört, ist verheerend, was die Rechte an Land von einem Großteil der Bevölkerung angeht, dort ist mit entsprechenden Verwerfungen,
Konflikten, Landkonflikten und Vertreibungen, die ja schon hoch sind und dann definitiv zunehmen werden. Die zweite Folge, die daraus entsteht, wenn auch immer mehr Land angebaut wird mit Ölpalmen, ist eine Flächenkonkurrenz, auch zur Nahrungsmittelproduktion. Und das betrifft diesen Vorwurf, der definitiv auch zu Recht besteht. Wenn in einem Land wie Kolumbien, wo die Nahrungsmittelimporte aufgrund der starken Exportorientierung der letzten Jahre, der letzten Jahrzehnte zugenommen haben, das heißt die Abhängigkeit von Nahrungsmittelressourcen aus anderen Ländern, dann noch zusätzlich Fläche, die man theoretisch auch für die Nahrungsmittelproduktion nutzen könnte, mit Agrotreibstoffen angebaut werden oder mit den Pflanzen dazu, dann kann das intern im Land zu einer Erhöhung der Nahrungsmittelpreise führen, die dann natürlich ganz besonders die ärmste Bevölkerung trifft. Und auch das können, wie viele Beispiele ja in der Vergangenheit aus Mexiko, kennt man die Tortilla-Krise und ähnliches, zu verheerenden Verwerfungen und großen Problemen der Bevölkerung führen. Fast zynisch dabei ist, dass unter diesem Anstieg der Abhängigkeit von Nahrungsmittelimporten die EU wiederum profitiert, weil die EU ja mit ihrer Ernährungsindustrie auch Interesse hat, dort verarbeitete Produkte in das Land zu bringen. Das heißt, man muss das fast in einem Atemzug erwähnen, dass zwar Rohstoffe aus dem Land, aus Kolumbien exportiert werden sollen, also in die EU importiert, aber die EU mit Milchprodukten und anderen Fleischprodukten auf den kolumbianischen Markt möchte. Mit entsprechend auch weitergehenden Veränderungen der Marktmacht in diesen Ländern. Also lokale Produzenten werden dadurch definitiv an den Rand gedrängt. Man hat ja auch viel von Billigimporten zum Teil gehört, also Reste sozusagen, die unter EU-Bedingungen produziert werden oder günstig aufgrund von Subventionen der europäischen Landwirtschaft produziert werden können, die dann exportiert werden, lokale Märkte zerstören. Das weiß man von vielen afrikanischen Ländern und das kann eben infolge von einer vermehrten Importaktivität auch in Kolumbien passieren. Das heißt, verschiedene Richtungen, die den Nahrungsmittelsektor und die Nahrungsmittelversorgung in Kolumbien definitiv bedrohen können. Also einmal direkt durch die Flächenkonkurrenz und indirekt durch diese Importe und die Zerstörung von lokalen Märkten. Man muss dazu wissen, aus sozialer Sicht, dass die Produktionsverhältnisse in diesen Palmölplantagen hochindustrialisiert sind. Das heißt, es gibt auch Beispiele in der Welt, aus Indonesien weiß man, dass das immer mehr versucht wird, Kleinbauern in die Produktion mit einzubeziehen. Das heißt, dass diejenigen, die sogar in ihren wirtschaftlichen Verhältnissen durchaus Palmöl angebaut haben, auch eine Chance bekommen sollen, an sich am Markt zu beteiligen. Das ist in der Regel, in der Praxis, oder sagen wir mal, in der Regel steht es auf dem Papier, in der Praxis extrem schwer durchsetzbar, weil sie natürlich nicht konkurrenzfähig sind gegenüber der massen- und hochintensiven Produktion der Industrie. Und auch da kann man einfach dann wenig erwarten. Mit einer Zunahme der Palmölproduktion wird es definitiv nicht viele Jobs geben in diesem Land. Im Gegenteil, wenn dort vorher andere Dinge angebaut werden, wurden, die, sagen wir mal, wesentlich extensiver aus Arbeitssicht sind, das heißt, wo wesentlich mehr Menschen pro Hektar gearbeitet haben, in der Nahrungsmittelproduktion zum Beispiel, dann fallen die weg und es kommt eben im schlimmsten Fall auch zu den Landvertreibungen.